So, hier das Übungsvideo, Übungsaufgaben für eine rechnerische Lösung quadratischer Gleichungen. Gegeben ist also eine quadratische Gleichung, hier erste, zweite, dritte, vierte und so weiter. Und gesucht ist jeweils entweder x0, 1, wenn da steht x Quadrat plus tralala ist gleich 0, also nicht wie hier, sondern wie hier. Ja, das wäre dieser Typus, das wäre hier, wo ich eine 0 habe. Und so weiter. Und x1 oder x2 schreibt man dann, wenn man sagt, naja gut, okay, das ist entsprechend ein anderes Ergebnis als ist gleich 0. Oder man formt es so um, dass gleich 0 rauskommt und macht dann wieder x01 und x02 daraus. Jetzt ist es wichtig, zu Hause dieses Video anzuhalten, Stopp zu sagen. Also die Pausentaste zu drücken, sich die Aufgaben entsprechend abzuschreiben und dann geht es weiter. Das heißt also, wir werden die Lösung aber, auch wenn ich das heute schon ins Netz stelle, wir werden die Lösung dann später erarbeiten mit den Schülern zusammen. Das war in diesem Fall eine Hausaufgabe und diese Aufgaben löst man also und dann schaut man sich später die Auflösung des Rätsels an. Achtung, nochmal hier. In diesem Fall hier, wenn ich keine besondere Lösung rauskriege, die nicht irgendwie geradzahlig, irgendwie ganzzahlig ist, dann mit Wurzelzeichen ausdrucken. Wenn ich zum Beispiel sage, ich kriege das nicht raus, wie viel Wurzel aus 3 ist, weil ich mich da totrechnen würde, dann schreibt man, Ergebnis ist gleich Wurzel 3 oder minus Wurzel 3 und so weiter und so fort. Achtung, es gibt immer zwei Lösungen, das bitte ich noch zu beachten. So, ich mache das Video jetzt an der Stelle dicht. Entsprechend spult ihr eventuell nochmal zurück, damit ihr das Bild auf dem Schirm habt und legt dann los.